Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Haul von TK Maxx. Ja. Bis jetzt habe ich kein TK Maxx hier gehabt und jetzt ist eine da. Deswegen habe ich gedacht, okay, man muss da ein bisschen gucken, was da Tolles gibt. Und ich habe ein paar Sachen gekauft und ich zeige euch gleich. Zum allererst habe ich diese Kerze gekauft. Brookside Candle, Distinctive Home Fragrances, Fresh Linen, Linen Aqua Lotus, 510 Gramm. Ich kenne diese Marke nicht, aber es hat mir erinnert von dieser Yankee Candle und auch diese Schrift. Und die hat 8,99 gekostet. Und die riecht nach frisch gewaschener Wäsche. Und ich, wie gesagt, habe keine Ahnung, wie intensiv diese Kerzen sind, aber ich werde die rausprobieren und ich kann mir gut vorstellen, dass auch andere bei mir einziehen, wenn die ziemlich intensiv ist. Ich hoffe. Wenn ihr die Marke kennt und ja, könnt ihr mir etwas drüber sagen, bitte schön in die Kommentare. Dann wieder Leinen. Leinen Breeze vom Levitate, 403 Gramm. Und die sieht so edel aus, ne? Und die hat 12,99 gekostet. Und die ist auch, wie gesagt, frisch gewaschene Wäsche. Aber ein bisschen süßlicher. Die riecht echt gut. Und die Marke kenne ich auch nicht. Aber die Kerze riecht genial. Und ja. Also ich kann auch sagen, die riecht besser als die andere, aber es sind unterschiedliche Düfte. Das ist mehr aquatisch, die andere, und das ist mehr süßlich. Aber lecker, einfach nur lecker. Schreibt mir auch, wenn ihr die Marke kennt, wie gesagt, kenne mich nicht aus. Yankee Candle und Kringle kenne ich auch, aber die anderen nicht. So, eigentlich wollte ich Too Faced und NARS, und da gab es von Too Faced gar nichts. Von NARS gab es nur Nagellacke und die waren ziemlich teuer. Ich habe gedacht, mm-mm. Und was gab es noch? Ein Lipgloss. Ich bin nicht so der Lipgloss-Träger. Und was gab es noch? So ein Stick, ein Blush. Dann auf Frust habe ich mir diese Eye Shine Shadow und Glaze Palette von Berry M. Das ist eine limitierte Edition für 4,99 statt 8. Von Berry M habe ich von dieser Kollektion eine Nude Palette. Ich habe die nicht einmal ausprobiert. Das machen wir gleich. Mal schauen. Sind 2,6 Lidschatten und so ein Wachszeug, was. Boah. Was dann gut, die Applikatoren sind gleich rausgefallen, was auf die Lidschatten drauf kommen soll, und probiere mal. Oh, Pigmentierung echt gut, ein bisschen krümelig, aber okay. Ziemlich in Ordnung. Diese Bronztöne sind sehr, sehr schön. Machen wir weiter. Ja, die krümeln ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm. Ja. Okay. Also ich finde die in Ordnung. Moment. Dieser Bronztön, okay. Das habe ich nicht so richtig geswatcht. Okay, und dann muss man die mit dieser. Okay. Das ist was Geliges, was Wachsiges, wenn man das drauf tut. Ich sehe nichts. Ja, man kann es wahrscheinlich nass. Also, das ist. Ich weiß es nicht. Was steht da drauf? And glaze top coat for a gorgeously glossy finish. Okay.
Also wenn man will, dass es ein bisschen so glossy ausschaut, dann ja. Aber nee, ich glaube, dieses klebriges Zeug werde ich nicht verwenden. Eklig. Aber die Palette ist ziemlich schön für 5 Euro. 6 Lidschatten. Passt, ne? Sommer kommt und die drei Farben sind echt so echt schön. So, ja, der enthält ein bisschen Glitzer. So, dann habe ich eine Schätzchen gefunden, eine Mascara von Elizabeth Arden. Für 10 Euro statt, also 9,99 statt 27. Und es stimmt, ich habe es im Internet angeschaut und es stimmt der Preis. Elizabeth Arden Beautiful Color Lash Enhancing Mascara. 7 Milliliter. Sieht sehr edel aus. Und der Preis stimmt, habe ich im Internet angeschaut und bei Douglas gibt es sie für 26,99. Ich habe nie so eine Mascara gehabt, deswegen bin ich gespannt und die kommt gleich in meinen Schminkkorb sozusagen. Ich will die ausprobieren. Dann sind es zwei Beauty Blenders. Meine von Ebeline muss ich irgendwann mal wegschmeißen, weil der ist ein bisschen franzig. Und das ist von der Firma True Beauty Make-up Blender. Kenne ich nicht. Das hat 5 Euro gekostet. 4,99. Und er fühlt sich ein bisschen weicher als der Ebeline Eye. Und ja, schauen wir mal, wie der funktioniert. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr das probiert habt. Ausprobiert habt. Mit Tea Tree Infused. Also. Keine Ahnung. Und der habe ich genommen, weil er so schön aussieht. Revive Make-up Blending Applicator. Auch für 5 Euro. Okay. Das ist schön geklebt. Okay. Und ich habe eine Rezension im Internet gelesen nach dem Einkauf. Eine Frau hat 4 oder 5 ausprobiert und die hat gesagt, der verdoppelt. Der ist hart. Also so ist er sehr hart. Aber sie hat gemeint, der hat sich verdoppelt beim, also und sie hat im unter dem laufenden Wasser ja, gelassen und er hat sich verdoppelt und dass er war fast genauso gleich wie der Beauty Blender, der Original. Aber so fühlt er sich sehr hart. Mal schauen. Genau, ihr wisst, wenn ihr dieses Produkt kennt, dann bitte in die Kommentare. Und dann drei Nagelprodukte. Von Essie habe ich Style Cartel. Style Cartel, es ist so ein dunkelblau für 4,99 gekauft. Das war der einzige. Und hat einen dünnen Pinsel. Ich kann mir vorstellen, dass die sind diese von der USA und die haben einen anderen Pinsel. Keine Ahnung. Ich glaube. Mal schauen, wie lange der hält. Dann habe ich mir dieses Set gekauft. Ein bisschen franzig. Für 9,99 statt 24. Und ja, habe auch im Internet angeschaut. Der kostet eigentlich 24 Euro. Und hier haben wir den Rapid Dry Quick Dry Top Coat, also ein schnell trocknender Top Coat. Nail Strengthener, also etwas, was macht die Nägel härter. Das brauche ich, weil meine Nägel sind immer wieder weich. Chip Skip, also ein Prep Coat, ein Base Coat. Ja. Prime Snails, ah, okay, dass der Nagellack länger hält. Und das ist der Drip Dry. Und hier ist eine Full Size, also 9 Milliliter. Die andere sind 3,7, die Minis. Und Drip Dry, das ist auch so wie so eine Art, diese Essence Dry Drops. Trocknet den Nagellack sehr schnell. Und
und ist gut auch für die Nagelhaut, hat Jojoba und Vitamin E. Mal schauen. War nicht viel Auswahl, natürlich, Eröffnung war gestern und ich bin heute gegangen und da war nicht mehr viel. Naja, ich habe es verpasst. Ich habe immer gedacht, neue Eröffnung, Freitag, 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 Freitag. Es war Donnerstag. Naja. Und dann habe ich mir dieses Set, Designer Series, auch von OPI, Imperial. Hier ist ein Nagellack, der heißt Imperial und ein Topcoat. Ja, das kann man immer gebrauchen und der hat 12,99 gekostet statt 33. Und diesmal mache ich das auch, weil die Verpackung ist auch nicht schön. Das ist ranzig. Also der Topcoat. Okay. Nichts Besonderes und der Nagellack. Soweit ich weiß, OPIs haben nicht so breite Pinsel. Aber die geht noch, ist breiter als die von Essie. Und die Farbe ist echt schön. Also so ein lila, lila, violett. Ja. Finde ich gut. Ja, und das war's. Die Tüte ist leer. Ich habe, wie gesagt, nicht viel eingekauft, weil es gab nicht so viel Auswahl. Was ich mir eigentlich gewünscht habe, war nicht da. Und ja, es klingelt. Tschüss.